Apropos selber machen, schauen Sie doch mal in Ihre Vorratskammer, liebe Zuschauer. Wenn Sie jetzt dort Butter, Frischkäse, Zucker, Vanillestange und Salz finden, da brauchen Sie eigentlich nur noch frische Blaubeeren, Mohn und Lavendelblüten zu kaufen. Und schon können Sie am Wochenende Freunde oder Ihre auch Familie mit köstlichen Blaubeer-Mohn-Cupcakes zum Nachmittagskaffee überraschen. Gesa zeigt Ihnen jetzt mal, wie es geht. Diese Cupcakes haben sich in ihr schönstes Sommeroutfit geworfen. Unten Blaubeermohnteig, oben Lavendelcreme. Dazu Accessoires aus dem Garten. Alles zusammen ist Genuss pur. Gesa Kohlenbach träumt sich damit gerne in die Lavendelfelder der Provence. Ich mache heute Blaubeermohn-Lavendel-Cupcakes. Das sind meine Lieblings-Cupcakes für den Sommer, weil die sind super fruchtig und die haben den Hauch von was Besonderem. Besondere Geschmackskombinationen denkt sich Gesa ständig aus. Die genießen dann Freunde oder Gäste der Anna-Batterie ihrem Café in Mainz. Besonders ist heute auch die Messmethode. Die klassischen amerikanischen Cupcakes heißen ja Cupcakes vom englischen Tasse. Und dadurch ist das Rezept kinderleicht, weil man muss nicht mehr abwiegen und kann einfach anfangen zu backen. Na dann her mit den Tassen. Wichtig, sie sollten gleich groß sein. Außerdem braucht man 2 Eier, eine Tasse Zucker, eine halbe Tasse Rapsöl, eine halbe Tasse griechischer Joghurt, eine unbehandelte Zitrone, eine Tasse gequollener Mohn, zum Beispiel eine Fertigmischung. 1,5 Tassen Mehl, ein halber Teelöffel Salz, ein halber Teelöffel Backpulver, eine Tasse Heidel bzw. Blaubeeren. Jetzt Eier und Zucker, Öl, Joghurt, geriebene Zitronenschale in eine Schüssel geben. Dann den Mohn dazu, der sorgt für die besondere Note. Ich finde Mohn einfach ganz toll, weil der gibt der hat so einen kräftigen Biss und so eine schöne Würzigkeit, den er in die Cupcakes reinbringt. Und er macht es auch nochmal saftiger. Jetzt alles verrühren. Für Gesa, die von der Architektin zur Patissiere umgeschult hat, Entspannung pur. Ich finde, Backen ist einfach, das ist mein Yoga, wirklich. Also ich finde es super meditativ, was mit den Händen zu machen. Und wenn ich irgendwie Stress habe und genervt bin, dann gehe ich morgens in die Backstube und backe und mein Tag ist gerettet. Mehl, Backpulver und Salz in einer zweiten Schüssel mischen und dann kurz unter den Teig rühren. Als letztes jetzt noch diese fantastisch leckeren Blaubeeren hinzugeben. Wenn ich backe, am besten immer ein paar mehr kaufen. Die schmecken nämlich fantastisch. Zusammen mit den Blaubeeren ist der Teig fertig. Den Ofen auf 150 Grad Umluft vorheizen. Dann dürfen die Damen für etwa 23 Minuten Schönheitsschlaf halten. Inzwischen geht's weiter mit der Creme und 185 Gramm weicher Butter, 1-2 Teelöffel Lavendelblüten, 450 Gramm Frischkäse, 75 Gramm Zucker, einer Vanillestange, einem halben Teelöffel Salz und Blaubeeren für die Deko. Zuerst die Butter auf dem Herd schmelzen. Nun kommen die Lavendelblüten ins Spiel. Die sollten ungespritzt aus dem Garten oder getrocknet aus der Apotheke kommen. Rein damit in einen Teebeutel und ab ins Butterbad. Jetzt versteht man wahrscheinlich auch, warum Fett ein Geschmacksträger ist. Das Aroma des Lavendels geht jetzt direkt in die Butter über. 10 Minuten reichen für ein leichtes Lavendelaroma. Das ist für Gesa wie Urlaub. Lavendel, da habe ich sofort das Bild von den tollsten Lavendelfeldern in der Provence. Also ich liebe ja die Provence, finde ich wunderschön. Und ja, es ist so ein bisschen, man holt sich so ein bisschen den Geschmack von Südfrankreich wieder auf den Teller. Bis dahin dauert es noch einen Moment. Frischkäse, Zucker, Salz und die ausgeschabte Vanilleschote verrühren. Danach die aromatisierte Butter schluckweise dazugeben. Aber auf keinen Fall zu doll rühren, sonst wird das Ganze flüssig. Ein erster Test? Wunderbar. Ganz, ganz kleiner Hauch von Lavendel. Ich würde am Anfang auch nie zu viel nehmen. Weil dann hat man ganz schnell dieses Omas Kleiderschrankgefühl. Inzwischen ist der Teig fertig. Also raus aus dem Ofen und abkühlen lassen. Jetzt kommt quasi mein Lieblingspart. Verzieren. Mit allem, was geht.
Zuerst geht's an die Creme. Die mit einem Spritzbeutel auf den Teig spritzen und dabei immer unter Druck den Beutel halten, indem man hier hinten immer wieder dreht. Und dann möglichst mittig, nicht bewegen, einfach drücken, bis man genug hat. That's it. Fehlen nur noch die Accessoires. Essbare Blüten aus dem Garten, Blaubeeren und Baiser. Von außen richtige Schönheiten. Von den inneren Werten müssen zumindest die Männer manchmal überzeugt werden. Frauen lieben grundsätzlich die Cupcakes. Das ist immer so, lecker. Und Männer sind eher so, gerade bei Lavendel, danke, nein. Und dann müssen die immer einmal probieren und sind dann so, es geht ja doch. Also nur Mut. Wer Gesas Blaubeer-Mohn-Cupcakes mit Lavendelcreme frühzeitig vorbereiten will, kann sie auch gut einfrieren. Dann einfach zum Picknick auftauen und zusammen mit Freunden ein Hauch von Provence genießen. Oh, herrlich, ne? Und unter drehscheibe.zdf.de finden Sie wie immer die gesamten Zutaten und das Rezept zum Nachbacken. Und das Drehscheibe-Team verabschiedet sich für diese Woche und dankt für Ihr Interesse. Die neuesten Nachrichten finden Sie jederzeit im Internet auf heute.de oder auch jetzt gleich im Anschluss im ZDF-Mittagsmagazin. Dranbleiben lohnt sich und am Montag reinschauen, da freut sich nämlich mein Kollege Tim Niedernolte auf Sie. Tschüss, Servus und Ade.